Danke, aber danke dir, danke, danke. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon spät. Wir müssen uns trotzdem alle noch konzentrieren. Ja, ohne Land wäre es ganz schön eng. Flächenverbrauch ist schon ein paar Mal gefallen. Das Wort Flächenverbrauch ist natürlich eine politische Frage. Also stellen Sie sich mal vor, schwarzbunte Kühe grasen auf einer grünen Wiese hier direkt vorne auf dem Rathausplatz. Oder ein Stoppelfeld mit Rundballen wäre mitten auf dem Kohlmarkt. Das ist eine skurrile Idee, ne? Finden Sie das nicht auch? Aber Sie kaufen bestimmt auch gern auf dem Altstadtmarkt direkt beim Erzeuger, weil man da weiß, wo es herkommt. Regionale Lebensmittel sind überall sehr beliebt. Aber wo wächst es eigentlich, dieses regionale Gemüse? Lebensmittel für 250.000 Menschen in Braunschweig können wir wohl kaum auf dem Innenstadtgebiet erzeugen. Auch wenn die grüne Wiese in der Innenstadt mit den Kühen vielleicht einen gewissen Charme hätte, damit die Leute wieder wissen, dass Kühe nicht lila sind. Also wir Grüne sind für regionale Produkte, weil sie schon allein aus Klimaschutzgründen kurze Transportwege bieten und die Wirtschaftskraft der Region stärken. Regionales Obst und Gemüse, wie auch unser Stadtmarketing in seinem aktuellen Imagefilm bewirbt, das werden wir auf unseren traditionsreichen Märkten in Braunschweig, das werden unsere Enkel und Kinder und Enkel auch nur kaufen können, wenn wir unseren Landwirtinnen und Landwirten, die wir in Braunschweig noch haben, ein Auskommen mit dem Einkommen ermöglichen. Aber ohne Land wird es dann eben eng für den Landwirt. Denn landwirtschaftliche Ersatzflächen sind bereits jetzt gar nicht mehr verfügbar. Und Land ist kein nachwachsender Rohstoff. Das spüren wir seit einiger Zeit bei der Entwicklung von Baugebieten. Viele Landwirte wollen ihr Land nicht mehr verkaufen. Jeder Quadratmeter, der für den Anbau verloren geht, schmerzt den Bauern, wirklich bis ins Mark. Es ist seine wirtschaftliche Grundlage. Auch Landwirtschaft ist Wirtschaft. Die Landwirte wollen statt Geld lieber Tauschflächen von der Stadt. Und das können wir jetzt schon nicht mehr erfüllen. Und damit komme ich zu dem Punkt, der uns als Fraktion am meisten beschäftigt hat. Die Dimension dieses Gebietes. Ein Flächenfraß mit einem riesigen Ausmaß und eine unvorstellbar große Versiegelung. Diese zusammenhängende und wertvolle Ackerfläche stünde für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung. Wir würden sie verlieren, wenn wir das alles zubetonieren. Und wir brauchen für die vielen Wohnungen, die wir in Braunschweig noch bauen müssen, Areale für hochwertige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Große zusammenhängende Flächen draußen vor der Stadt sind eben nicht nur für Industrie und Gewerbe attraktiv, sondern auch für Natur- und Artenschutz. Also wir verstehen und wir achten, dass der Oberbürgermeister mit der Ansiedlung von Industrie und produzierendem Gewerbe die wirtschaftliche Zukunft der Stadt auch über die Steuereinnahmen sichern will. Das wird so lange Fakt bleiben, wie Kommunen so schlecht finanziert werden, wie sie im Moment finanziert werden vom Bund und Land. Wir sind auf diese Gewerbesteuereinnahmen einfach angewiesen. Aber genau diese Industrie und produzierendes Gewerbe, das sind die zweitgrößte Emissionsquelle an CO2. Und das ist aktuell wieder bundesweit um 2,5% gestiegen. Und beim Antrag zum Klima- und Naturschutzpreis habe ich heute hier von ganz vielen ganz tolle Beiträge gehört. Und deshalb müssten Sie eigentlich zustimmen, dass Braunschweig eigentlich Vorreiter in der CO2-Bilanz sein muss. Keine von uns denkbare Änderung oder Ergänzung der Machbarkeitsstudie wird dazu führen, die für uns so schwerwiegenden Gegenargumente auszuräumen. Wir haben in der Fraktion auch abgewogen und kommen aber zu anderen Ergebnissen als andere Fraktionen. Und deshalb haben wir uns bereits jetzt entschieden, der Vorlage und den Änderungsanträgen nicht zuzustimmen. Denn es geht um unsere Lebensgrundlagen, zu deren Schutz wir nach der niedersächsischen Verfassung auch verpflichtet sind, die zu schützen. Um unsere Lebensräume und um diese Zukunft unserer Kinder und Enkel. Professor Harald Lesch, den ich sehr verehre, hat einmal etwas sehr Beeindruckendes gesagt. Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass man mit der Natur nicht verhandeln kann. Dass es eine Größe im Hintergrund gibt, die sich unseren ökonomischen Interessen nicht beugen wird und für die wir, die Spezies Mensch, völlig uninteressant sind. Danke.